Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Evangelos Bonias, 1:1 am Aachener Tivoli. Hätten Sie es vor dem Spiel unterschrieben? Also wir kommen ja nicht hierher und sagen, dann wir sind mit dem 1:1 zufrieden. Wir sind klar hergekommen mit dem Auftrag, 3 Punkte zu holen. Wenn man dann den Spielverlauf sieht, wie maximal unglücklich viele Situationen gegen uns gelaufen sind, haben wir uns am Ende den Punkt redlich verdient. Ja? Und wir hatten auch Phasen, wo wir vielleicht auch noch mal ein zweites oder drittes Tor machen können, auch in Unterzahl. Von daher, ich habe es gerade der Mannschaft im Kreise gesagt, ich bin echt vorsichtig mit diesen Worten, ja, weil sie zu schnell fallen in eine Richtung, in eine andere Richtung. Aber ich bin extrem stolz auf jeden Einzelnen, was er hier heute in dem Stadion geleistet hat. Hut ab. Das wäre genau das, worauf ich eingehen wollte. Wie zufrieden sind Sie mit der Leistung der Mannschaft? Sie haben im Vorfeld gesagt, vor der Partie Ruhe bewahren, sich nicht anstecken lassen von irgendeiner Hektik oder Ähnlichem. Das hat die Mannschaft ja über 90 Minuten und explizit nach dem Platzverweis sehr gut umgesetzt. Also unfassbar. Ja. Wenn man den Schnitt heute sieht von der Startelf, ich glaube irgendwas 21,2 Jahre alt und dann so nach 18 Minuten, glaube ich, war die rote Karte, hier so ruhig zu bleiben, weiter mutig Fußball zu spielen, Szenen zu kreieren, immer wieder Nadelstiche zu setzen. Sehr, sehr beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Hut ab von meiner Mannschaft, ja. Hätte es die eine oder andere Situation geben können, wo Sie gesagt hätten, na, da hätten wir vielleicht dann doch den Dreier verdient gehabt oder den Dreier mitnehmen können? Ja, ja, also es gab natürlich Situationen, vor allem in der ersten Halbzeit, wenn wir das besser ausspielen, wenn da wir einen Tick im letzten Drittel mehr Ruhe drin ist, aber auch jetzt hier Richtung Ende, und dann kann natürlich das 2:1 fallen und ich glaube nicht, dass ich dann Aachen beschweren kann. Ja? Und natürlich ist dann mit dem Elfmeter, haben wir dann auch Glück mit dem Pfosten, aber das 1:1 ist mehr als verdient, mehr als verdient. 1:1 am Ende, das Ergebnis nächste Woche geht es weiter gegen Wegberg Beek. Was erwartet Sie da für einen Gegner? Ja, ist wieder komplett was anderes, ja, bei uns zu Hause im Franz-Krämer-Stadion. Aber jetzt geht es erstmal darum, Kräfte zu sammeln, das nochmal sacken zu lassen, dann Anfang der Woche diese Dinge, die heute hier passiert sind, aufzuarbeiten. Und dann kümmern wir uns um den nächsten Gegner. Jetzt kommt die obligatorische Reporterfrage. Muss man die Kölner jetzt in den Dunstkreis zum Aufstiegskandidaten mit dazu zählen? Nach solchen Leistungen? Da kommt von mir immer die gleiche Antwort. Mir geht es viel zu schnell in eine Richtung und in die andere Richtung. Es geht um Entwicklung. Es geht darum, jeden Tag mit maximaler Energie zu arbeiten. Wenn man was tut, dann wird auch Entwicklung kommen und dann wird man auch Erfolg nicht verhindern können. Perfekt. Evangelos Bonias, vielen herzlichen Dank. Danke sehr. Und herzlichen Glückwunsch zum Bund. Danke sehr. Und wir haben direkt den nächsten Interviewgast bei uns parat stehen. Der nächste Kölner, der am Start ist, der sogar Aachener Vergangenheit hat. Marco Höger. 2006 bis 2011 am Tivoli mehr oder minder gespielt, in der Jugend unterwegs gewesen und dann hinterher auch 33 Profi-Einsätze gehabt. Wie war es, zurückzukehren an den Tivoli? Ja, schön. Gerade auch alte, bekannte Gesichter wieder zu sehen. Für die Regionalliga ist das natürlich hier einmalig, mit so einer Kulisse zu spielen. Die Aachener Fans waren damals schon super, heute noch, auch für die vierte Liga. Macht einfach Spaß, muss man sagen. Wie beeindruckt sind Sie auch von der Leistung Ihrer eigenen Mannschaft? Gerade auch in Unterzahl, ab der 17. Minute unterwegs zu sein, war ja wahrscheinlich ein riesiger Kraftakt. Ja klar, da werden wir natürlich auf die Probe gestellt mit so einer jungen Mannschaft. Und wir sind ja wirklich eine extrem junge Mannschaft, eine richtige U21. Da muss ich mich jetzt leider rausnehmen. Sind das Proben, die man überstehen muss? Wir haben das ab der 18. Minute vorher auch schon gut gemacht. Schade, dass es nicht 11 gegen 11, 90 Minuten gespielt wird, weil ich glaube, wir waren heute sehr gut drin und ich glaube, da hätten wir 3 Punkte mitgenommen. Gerade angesprochen ist natürlich immer ein bisschen Spekulation, wie es mit 11 gegen 11 dann ausgegangen wäre. Fakt ist auch, die Kölner haben im Laufe der zweiten Halbzeit immer wieder Nadelstiche gesetzt. Also sie haben immer wieder auch die Möglichkeiten gehabt, ein Tor zu erzielen. Und dann kommt diese Elfmetersituation. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, dass wir einmal drauf gucken können. Wie haben Sie das Ganze aus dem Spielverlauf eingeschätzt? Ja, das geht natürlich immer unheimlich schnell. Ich sehe, wie der Stürmer den Ball wegspitzelt. Man sieht es jetzt auch schlecht wegen der Sonne. Also aus meiner Perspektive auf dem Platz war es so, dass keine Berührung stattfand. Aber da kann man dem Schiri keinen Vorwurf machen, das geht dann schnell. Jetzt sieht man uns vielleicht ein bisschen besser. Genau, wir sehen jetzt der Ball raus auf die Seite. Also unser Kommentator Florian Becholz hat gesagt, für ihn war es kein Elfmeter. Smajic zieht auch seines Erachtens das Bein noch mal ein bisschen zurück. Würde ich jetzt mitgehen. Am Ende des Tages, Schiedsrichter haben es da schwer, hier gibt es keinen Videobeweis. Muss in einer Hundertstel Sekunde muss er da entscheiden. Würde ich ihm jetzt keinen Vorwurf machen, aber war da ein bisschen ein Stück weit auch Ausgleich und Gerechtigkeit, dass er nicht reingegangen ist. Als
erfahrenster Akteur heute auf dem Rasen bei den Kölnern. Wie schätzen Sie die Stärke der Mannschaft im Gesamten in dieser Saison in der Regionalliga West ein? Ich habe eben Evangelos Bonias schon mal gefragt, so ein bisschen getriggert. Ist vielleicht nach oben auch ein bisschen was mit der Truppe möglich? Boah, das weiß ich nicht. Ich habe natürlich auch jetzt erst 9 Spiele in der Regionalliga gemacht. Daher kann ich natürlich die neuen Mannschaften, die Gegner, die wir jetzt hatten, ein bisschen einschätzen, aber den Rest noch nicht. Ich glaube, wir tun gut daran, einfach von Spiel zu Spiel zu denken, gerade für so eine junge Truppe. Sollen sich gar nicht so viel Gedanken machen, was drumherum ist, was sein könnte oder was nicht sein könnte. Ich glaube, wenn wir als Kader wirklich Wochenende für Wochenende unsere Qualitäten auf den Platz bringen und, sage ich mal, es schaffen, verlässlich Note 3 zu spielen, sind wir stärker als ganz, ganz viele Mannschaften in der Liga. Das kann ich jetzt schon sagen, das habe ich jetzt schon in den wenigen Spielen gemerkt. Aber wie gesagt, das ist mit einer U21, mit einer jungen Truppe schwer. Da gibt es auch noch andere Themen, Erziehungsthemen. Aber die packen wir alle zusammen an. Und ich glaube, wir tun gut daran, es einfach nicht so kommen zu lassen, wie es vielleicht letzte Saison war für die Jungs. Weil wenn die dann Druck Richtung unten haben, dann können die auch nicht mehr befreit aufspielen. Und unser Ziel ist einfach, so viel wie möglich aus diesem Kader hier an den Profikader ranzuführen. Und wenn es dann so ist wie letzte Woche, wenn Damien Downs dann in Bremen reinkommt, ist das ein großes Lob für uns. Erziehungsthemen klingt ganz spannend. Geht es darum, Tore zu schleppen und Wasserkästen zu schleppen, so wie man das früher gemacht hat? Oder was muss man sich darunter vorstellen? Ja gut, ich komme da ja aus einer ganz anderen Riege. Als ich hier mit Benny Auer, Thomas Schelo und Nico Herze gespielt habe, musste ich natürlich alles tragen und alles machen und fast auch noch von jedem Einzelnen die Schuhe putzen. Das habe ich aber auch gerne gemacht. Ich habe mir viel von diesen Spielern abgeguckt, viel davon gelernt. Heutzutage bin ich dann in dieser Rolle. Ist ein Stück weit eine andere Generation, was Tore tragen und Schuhputzen angeht. Aber die Jungs sind alle super vom Kopf her. Es macht richtig Spaß. Die halten mich auch jung. Wenn ich manchmal nach Hause komme und die gleiche Sprache wie die sprechen, dann holt meine Frau mich natürlich auch wieder runter. Daher, macht einfach Spaß und wir genießen das einfach im Moment. Marco Höger, dann Glückwunsch zum Punktgewinn hier heute am Aachener Tivoli. Viel Erfolg weiter in der Liga und alles Gute. Danke, alles Gute. Und der nächste Interviewgast wartet direkt schon auf uns. Trainer Heiner Backhaus kommt einmal zu uns von Alemannia Aachen. Gerne einmal an meine Seite kommen. Da ist das Mikrofon einmal. Das machen wir so. Heiner Backhaus, 1:1 gegen die Kölner. Wir machen es mal kurz, Ihre Einschätzung zum Spiel. 2 verlorene Punkte. Kommen wir gleich drüber reden, wie letzte Woche schon. Das Spiel wird natürlich extrem beeinflusst durch die rote Karte, ne, wo war auch eine klare Notbremse, wo wir Tiefgang hatten, wo wir gut durchgespielt haben. Kriegen mit der ersten Chance das erste Tor, erholen uns davon sofort gleich hinaus mit einem einstudierten Standard, haben das Spiel dann im Griff, wird der Gegner dezimiert. Ich denke, in der zweiten Halbzeit verschießen wir noch 11 Meter, ein falsches Holen aus dem Winkel. Und bei den Hereingaben merkst du einfach, dass wir 3 Stürmer bei uns nicht dabei haben. Sie haben gerade den Spielverlauf ganz gut angesprochen schon mal. Es ging ja direkt Knallauffall los. Wir können uns die Tore gerne einmal gemeinsam angucken. In der zweiten Minute das Tor durch Joao Pinto auf der Seite der Kölner. Wir müssen mal gucken, ob wir das Tor reinkriegen können. Sehen wir jetzt hier nochmal, ein bisschen gespiegelt jetzt gerade, mit dem Flankenball von Maiko Sponsel. Ja. Einschätzung zu dem Gegentor, sieht man natürlich ein bisschen unglücklich aus am langen Pfosten. Die Zuordnung sieht nicht ganz so passend aus dann in dem Moment. Es geht laut los, wir haben Eckball vorne. Nach dem Anschluss haben wir vorne Eckball und werden in diesen Konter verwickelt und müssen diesen Konter, wenn es wenig ist, dann 3 bis 5 Mal vorher unterbinden. Durch taktisches Foul, durch Zweikampfhärte, durch einfach mal in der ersten Aktion den Kölnern zeigen, dass sie in der Regionalliga spielen. Und das haben wir zugelassen, dann haben sie geflankt und dann verlieren wir den Mann im Rücken. Was passiert dann? Aber ich denke, das Tor war schon in Entstehung komplett verhinderbar. Dann das 1:1, im Prinzip fast sofort zurückgeschlagen, gerade eben angesprochen, Anton Heinz, nach der einstudierten Standardsituation. Haben wir ja dann auch im Laufe des Spiels immer wieder gesehen, diese Situation. Mika Hanratz und Gianluca Rumpf, die dann mit nach vorne reinziehen und den Ball am ersten Pfosten per Kopf verlängern. Unter der Woche alles soweit einstudiert? Ja, vor 3 Wochen angefangen damit und das ist schön, dass wir uns endlich mal belohnen damit. Aber es geht halt auch nur, wenn ich zum Ball gehe. Ja, das ist halt das Credo hier. Standardsituation ist halt mit Taktik wenig zu tun. Da geht es um den unbedingten Willen, so einen Ball zu gewinnen. Und den hatte der Toni in der Phase. Und dann fällt auch mal ein Tor. Was ist nach der 17. Minute passiert? Weil wir haben Elias Bakatukanda, der dann die rote Karte kassiert, Notbremse. Aachen im Schwung des Ausgleichs eigentlich mit der roten Karte, diesem Publikum im Hintergrund noch dazu. Und dann hat man das Gefühl,
die Alemannia schafft es nicht, diese Überzahl, dieses Übergewicht wirklich auch auszunutzen. Das ist natürlich auch schwer, weil wenn du trotzdem Ball verlierst, und Köln ist ja eine Mannschaft, die erst übers Zentrum danach aufbaut, um dann nach vorne zu spielen. Aber wenn sie das Zentrum dann halt gar nicht mehr bespielen, einfach nach jedem Ballgewinn dann lang nach vorne spielen. Und wenn du dir dann mal die Tempospiele anschaust, die sie auf dem Platz haben, da kannst du dann nicht einfach sagen, ich stelle jetzt mal um und werf mal alles nach vorne. Sondern du musst das schon mit dem nötigen Respekt auch machen vom Umschaltspieler Kölner. Und trotzdem denke ich, haben wir fast gar nicht zugelassen. Insofern haben sie das gut gemacht. Wir hatten dann wenig Druck auf den Ball vorne. Das hat dann dazu geführt, dass man gar nicht so diese Überzahl gesehen hat. Aber mit dem Ball hat man schon gesehen, auch als Ballbesitzer, dass wir einen Mann mehr hatten. Da hatten wir fast nur den Ball. Und nichtsdestotrotz musst du so eine schnelle Mannschaft mit dem Deal und so auch erst über 90 Minuten dann beherrschen, eine Tiefe. Und da geht es gar nicht mal darum, ob das dann 11 oder 10 Spieler sind. Am Ende des Tages hätte es ja durchaus auch den Siegtreffer noch geben können. Anton Heinz mit dem verschossenen Elfmeter. Wollen wir uns den Elfmeter noch... Okay, dann würde ich sagen, wir hätten die Chance gehabt, das 2:1 noch zu erzielen, die Aachener, ganz klar. Und am Ende des Tages hat es dazu nicht gereicht. Die Kölner aber im Gegenzug auch mit der Möglichkeit, immer mal noch den entscheidenden Treffer zu erzielen. Ja, ich denke, es war nicht nur der Elfmeter, es war auch der Freistoß, den der Torwart überragend aus dem Winkel holt. Und ich wiederhole mich jetzt das letzte Mal, es waren mindestens 15 Flanken in der zweiten Halbzeit hier. Und wenn man da natürlich seine drei Spitzen nicht dabei hat, dann war die Boxbesetzung nicht in der Intensität von, wie als wenn diese Jungs dabei waren. Hatten wir nicht. Insofern ist das ein Stück weit auch erklärbar. Nichtsdestotrotz, wenn du oben dabei sein willst, musst du das Spiel gewinnen. Punkt. Am Freitag geht es weiter gegen Fortuna Köln. Kölner Wochen im Prinzip also für die Aachener. Wird auch wieder ein ganz anderes Spiel werden. Ja, ich habe so ein bisschen die Wochen der Wahrheit ausgerufen. Wenn wir diese Spiele jetzt, wenn wir den Rückstand verkürzen können, dann wäre es nochmal möglich, auch, glaube ich, nochmal über unsere Ziele zu sprechen, aber wenn man so ein Spiel nicht gewinnt, bin ich da meilenweit von weg, weil das musst du gewinnen. Da musst du auch die Chancen heute reichen. Heute wieder einen Elfmeter verschossen, Freistoß aus dem Winkel geholt, aber letzte Woche war es ähnlich. Du musst einfach mal mit allem, was du hast, dann auch ein Tor erzwingen. Das ist uns heute nicht gelungen, deswegen fahren wir jetzt dahin mit natürlich großem Respekt, aber nichtsdestotrotz wissen wir auch, dass gegen solche Gegner wir oft dann die besten Spiele machen. Heiner Backhaus, vielen herzlichen Dank und alles Gute. Und wir haben den nächsten Interviewgast parat. Sasa Strujic, einmal gerne auf meine linke Seite kommen. Vielen herzlichen Dank. 1:1 gegen die U21 vom 1. FC Köln. Wir haben gerade Heiner Backhaus gehört, der gesagt hat, am Ende muss halt so ein Ding auch mal reingehen und am Ende musst du so ein Tor auch mal erzwingen, so ein Siegtreffer, so ein 2:1. Wie sieht das Ganze von auf dem Platz aus? Ja, genau so. Also wenn man sieht, wir haben die letzten 5 Spiele nicht gewonnen, davon aber leider nur 1 gewonnen. Die letzten 5 Spiele nicht verloren, davon nur 1 gewonnen, dann sieht man einfach, wo das Problem ist, dass wir irgendwie den Führungstreffer nicht erzwingen oder solche Spiele dann nicht gewinnen können. Wir hatten heute auch wieder genug Chancen, wir sind 70 Minuten, ein Mann mehr und dann muss man so ein Spiel auch definitiv gewinnen. Wart ihr überrascht, dass die Kölner dann nicht angefangen haben, komplett zu mauern, sondern dass sie hergegangen sind, hinterher auch immer noch mal den ein oder anderen Nadelstich über ihre schnellen Leute zu setzen oder habt ihr das nach dem Platzverweis auch irgendwo erwartet? Nee, es ist ja eine junge Mannschaft mit hoher Qualität, mit gutem Tempo vorne. Und da war klar, dass sie auch versuchen werden, nach vorne zu spielen weiter und irgendeinen Konter zu setzen. Ich denke, wir haben es trotzdem ordentlich verteidigt und alles drum und dran wenig zugelassen. Aber wir müssen vorne konsequenter sein. Wir müssen mehr Spieler in die Box kriegen. Wir müssen so ein Tor dann einfach erzwingen. Und das ist uns dann leider nicht gelungen. Ich habe Heiner Backhaus gerade eben schon gefragt, was ist bei euch in den Köpfen passiert, dass... Ab der 17. Minute seid ihr in Überzahl und man hat nicht ganz so das Gefühl, dass ihr jetzt mit voller Power nach vorne geht und sagt, jo, jetzt wollen wir das Ganze ausnutzen, jetzt wollen wir die Kölner plattlaufen, müde laufen und dafür sorgen, dass wir die hier aus dem Tivoli schießen, weil du hast den Ausgleich vorher erzielt, du hast die Wucht des Stadions hier drumherum. Was ist da los gewesen? Ich glaube, dass es in der ersten Halbzeit doch zu spüren war. Ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir es noch gut gemacht mit einem Mann mehr. Und in der zweiten Halbzeit, finde ich, haben wir einfach das Tempo dann zu niedrig gehalten. Wir müssen den Ball schneller laufen lassen, müssen versuchen, vorne mehr in die Tiefe zu spielen, nicht mit hohen Bällen zu agieren, den Gegner laufen zu lassen, die Seiten zu verlagern, dass der Gegner dann irgendwann Lücken hat, weil das ist mit einem Mann weniger dann nicht zu verteidigen, wenn du die Seiten verlagerst, immer wieder mal reinspielst. Und das ist uns in der zweiten Halbzeit nicht gelungen, würde ich sagen. Ist es denn schwer, dieses, ich nenne es mal neue System, diese neue Art Fußball zu spielen, die Heiner Backhaus natürlich mitgebracht hat, jeder Trainer hat seine eigenen Ideen, im Laufe eines Betriebs, im Laufe einer Hinrunde wirklich reinzubekommen? Oder ist es da sinnvoller, braucht man da eher eine Winterpause für?
Nee, ich glaube, das braucht einfach Zeit, weil wir sind unter dem Trainer jetzt immer noch ungeschlagen. Natürlich auch nur ein Sieg, aber das braucht Zeit. Wir haben drei Trainer jetzt gehabt in der Saison schon und jeder spielt ja anders Fußball oder lässt anders Fußball spielen. Und wie gesagt, das braucht dann auch irgendwo eine gewisse Zeit. Wir sind 17 neue Spieler, die vorher alle andere Systeme gespielt haben, die vielleicht auch andere Rollen, Positionen gespielt haben. Und das braucht halt, wie gesagt, einfach Zeit. Und dann müssen wir einfach als Team weiterarbeiten. Und dann irgendwann kommt auch wieder der Erfolg, sage ich. Irgendwann kommt wieder der Erfolg. Ihr habt jetzt Kölner Wochen. Am Freitag geht es direkt weiter, also gar nicht viel Zeit durchzuatmen. Es geht gegen Fortuna Köln. Eine Mannschaft, die sich im Laufe der Saison auch richtig stark entwickelt hat und eine gute Runde bisher spielt. Ja, wenn man auf die Tabelle sieht, dann sieht man, was auf uns zukommt. Die sind Erster vor dem Spieltag gewesen und da wird hohe Qualität auf uns zukommen. Und da geht es dann nur als geschlossene Mannschaft zusammenzuhalten und dann da versuchen, die drei Punkte zu holen, würde ich sagen. Als Kapitän an dich noch die letzte Frage. Es gab so zum Ende des Spiels und nach Abpfiff auch so die ein oder andere Unmutsbekundung des Publikums. Kannst du das nachvollziehen? Natürlich kann ich es nachvollziehen. Die wollen auch alle maximalen Erfolg. Es wurde vor der Saison viel geredet und wir sind alle mit anderen Erwartungen hierher gekommen oder mit hohen Erwartungen hierher gekommen. Und da kann ich es verstehen, aber die Jungs haben uns wieder super unterstützt. Es waren wieder über 11.000 Zuschauer, glaube ich, hier. Und da sieht man einfach, dass die hinter uns stehen und das müssen wir als Team, diese Pfiffe, müssen wir ausblenden. Die dürfen wir nicht in die Kabine reinlassen und dann müssen wir als Team gemeinsam mit den Fans, die uns unterstützen, einfach weitermachen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Sasa Strujic, vielen herzlichen Dank. Danke. Schönes Wochenende, alles Gute. Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja. Und du? Was machst du? Abonnieren.